Für viele sind sie Freund und Feinde zugleich, Giga-Dynamax-Pokémon. Doch welches sind eigentlich die besten Giga-Dynamax-Pokémon? Findet es in diesem Video heraus. In diesem Sinne, viel Spaß! Platz 5. Das neue Phänomen von Schwert und Schild ist ja das Giga-Dynamax und das Dynamax-Phänomen. Doch die Giga-Dynamax-Pokémon können im Gegensatz zu den normalen Dynamax-Pokémon besondere Attacken einsetzen und ändern zudem ihr Aussehen. So dürfte es auch zur Freude vieler sein, dass ich einen altbekannten Fanliebling auf den 5. Platz gesetzt habe. Man könnte das Pokémon auch ein bisschen dafür verteufeln, dass es ständig in meine Top-Listen landet, aber Glurak ist nun mal ein gutes Giga-Dynamax-Pokémon. Natürlich hat das nicht nur einen, sondern auch tatsächlich mehrere Gründe. Da wäre zum einen seine versteckte Fähigkeit Solarkraft. Zwar verliert Glurak ein Achtel seiner maximalen KP am Ende jeder Runde, dafür erhöht sich der Spezialangriff von Glurak bei Sonnenschein um 50%. Mag sich im ersten Moment nicht so viel anhören, ist aber ziemlich viel, wenn man überlegt, dass die Feuerattacken eigentlich im Sonnenlicht sowieso verstärkt werden. Und hier kommt auch Gluraks spezielle Giga-Dynamax-Attacke Giga-Feuerflug ins Spiel. Wird ein Gegner getroffen, der nicht vom Typ Feuer ist, so sinken die KP in jedem Zug um ein Sechstel und das für 4 Runden lang. Das heißt, Glurak kann mit seiner speziellen Feuerattacke durchaus sehr viel Schaden verursachen. Außerdem hat es den Vorteil, dass man auch Orkan in seiner Giga-Dynamax-Form einsetzen kann. So wird die Attacke zu einer mächtigen Dynadüse, die die Initiative von Glurak um eine Stufe erhöht. Mit einer Initiativbasis von 100 ist Glurak eigentlich schon so recht schnell. Erhöht man den Wert um eine Stufe, kann man auch viele andere Pokémon überholen. Items der Wahl für Glurak sind zum Beispiel Lebenorb, Walschal, aber auch die Plateauschuhe. In erster Linie kann man damit mehr oder schnelleren Schaden verursachen, beziehungsweise auch den Tarnsteine-Schaden von Glurak abwenden. Glurak ist und bleibt einfach ein Fanliebling und deswegen ist es einfach auch ein gutes Pokémon. Wahrscheinlich auch, weil es deswegen immer bevorzugt wird. Man kann sich aufregen oder streiten, aber Glurak ist und bleibt eins, ein gutes Pokémon, egal in welcher Form. Platz 4. Weil es so schön war mit einem Fanliebling, machen wir gleich mit dem nächsten Fanliebling weiter. Auch dieses Pokémon stammt aus der ersten Generation und ist dort das einzige Geist-Pokémon, was überhaupt existiert. Ich glaube, alleine deswegen könnte man schon drauf kommen, dass es sich dabei um das Pokémon Gengar handelt. Das wirklich Gemeine und Fiese daran ist, dass Gengar als Giga-Dynamax-Pokémon nicht unbedingt in erster Linie daran ist, euch viel Schaden anzurichten. Gengar versucht das Pokémon auf der gegnerischen Seite ganz oder teilweise handlungsunfähig zu machen. Zum einen wäre da seine Giga-Dynamax-Attacke. Das Ziel, welches von der Geistattacke Giga-Spuksperre getroffen wird, kann nicht mehr ausgewechselt werden. Geist-Pokémon können davon zwar nicht beeinflusst werden, aber für alle anderen Pokémon ist es durchaus ziemlich nervig. Außerdem sollte man hier an der Stelle nicht vergessen, dass Gengars Fähigkeit seit der 7. Generation Tastfluch ist. Wird das Pokémon von einer schadenzufügenden Attacke getroffen, besteht zu 30% die Möglichkeit, dass Tastfluch diese Attacke blockiert. Diese Attacke kann dann für 3 Züge nicht mehr eingesetzt werden. Das ist mies, wenn man überlegt, dass Gengar auch oft mit Trickbetrug gespielt wird. So kann man dem Gegner beispielsweise eine Wahlbrille unterjubeln und dadurch kann der Gegner, wenn er zum Beispiel nur Statusattacken beherrscht, effektiv nur noch Verzweifler einsetzen. Ihr merkt also schon, das sind mehrere Möglichkeiten, den Gegner handlungsunfähig zu machen. Dabei habe ich hier an der Stelle noch nicht mal die Werte von Gengar erwähnt. Gengar ist ziemlich schnell mit einer Basisinitiative von 110 und kann sehr heftig zuschlagen mit einem Spezialangriffswert von 130 in der Basis. Schnelligkeit und hoher Angriffs- bzw. Spezialangriffswert waren damals wie heute der Schlüssel dafür, den Gegner schnell und unkompliziert zu besiegen. Daran hat sich in mehr als 20-jähriger Pokémon-Geschichte auch nicht wirklich etwas geändert. Und dass Gengar wohl immer ein gutes Pokémon ist, daran wird sich wohl so schnell auch nicht wirklich etwas ändern. Platz 3. Stahl-Pokémon sind alleine aufgrund ihres Typen her schon immer eine gute Wahl. Und ich finde, bei diesem Stahl-Giga-Dynamax-Pokémon macht man auch nicht wirklich etwas falsch. Patina Raja ist definitiv nicht eins der schnellsten, dafür aber auch eins der besten Giga-Dynamax-Pokémon. Aber wie passt das zusammen? Das liegt nicht zuletzt daran, dass seine Giga-Dynamax-Attacke besonders gut ist.
Giga-Stahlschlag bewirkt, dass auf der gegnerischen Spielfeldseite Stahlsplitter auftauchen. Beim Einwechseln wird dem Pokémon dann Schaden zugefügt, abhängig davon, wie effektiv der Stahltyp auf sie wäre. Ein Pokémon des Typs Gestein-Fee würde in diesem Fall 50% seiner maximalen KP verlieren. Patinaraja ist, was den Effekt angeht, einzigartig. Es gibt zwar Tarnsteine und Stachler, man muss aber bedenken, dass Patinaraja das einzige Pokémon ist, welches diese Stahlsplitter auslegen kann. Zudem besitzt das Pokémon eine sehr hohe KP und Angriffsbasis, wodurch es sehr kräftig zuschlagen kann, aber auch auf der defensiven Seite nicht zu kurz kommt. Kombiniert man das Ganze mit Leben Orb und seiner Fähigkeit Rohe Gewalt, wodurch es effektiv viel mehr Schaden anrichtet, bedeutet das, dass Patinaraja deutlich kräftiger zuschlagen kann, als man das vielleicht im ersten Moment von dem Pokémon erwartet. Es mag zwar sehr langsam sein, wenn es aber angreift, dann mit voller Wucht. Ich denke auf jeden Fall, Giga Dynamax Patinaraja ist auf jeden Fall ein Pokémon, vor dem man sich auf jeden Fall in Acht nehmen sollte. Platz 2. Psycho-Pokémon waren in der ersten Generation schon immer sehr starke Pokémon. Kombiniert man das Ganze mit dem Typ Fee, dann wird es richtig interessant. Dies ist eine sehr ausgeglichene Typenkombination, die auch noch über eine gute Typenimmunität mit Drache verfügt. Auch ein Giga-Dynamax-Pokémon dieses Typs gibt es, das sich Silembrim nennt. Man sagt so schön, stille Wasser sind tief und ganz ehrlich, für Silembrim trifft das auf seine Giga-Dynamax-Form wirklich gut zu. Die spezielle Giga-Dynamax-Attacke nennt sich Giga-Sanktion, wodurch alle Gegner verwirrt werden. Das kann sehr nervig werden, wenn die eigenen Pokémon ständig verwirrt sind und dadurch nicht angreifen können, wenn sie von Silembrims spezieller Attacke getroffen wurden. Mit dem Feentyp hat die Giga-Dynamax-Attacke auch einen wirklich guten Typen bekommen. Zu Silembrim sei gesagt, dass es mit Magiespiegel natürlich eine sehr starke Fähigkeit innehat. Attacken wie Tarnsteine oder Kreideschrei werden ganz einfach auf den Gegner zurückgelenkt. Man sollte auch erwähnen, dass Silembrim einen sehr guten Spezialangriff mit einer Basis von 136 hat. Dadurch haben es selbst speziell defensive Pokémon schwer, Silembrim standzuhalten. Attacken wie Psychokinese, aber auch Diebeskuss runden die ganze Sache bei Silembrim ab. Aufgrund seiner niedrigen Initiative ist das Pokémon übrigens auch perfekt dafür geeignet, einen Bizarro-Raum auszulegen. Durch den Bizarro-Raum kommen langsamere Pokémon als erstes zum Zug und schnellere Pokémon als letztes. Einem Pokémon wie Katapultra dürfte dieser Zug wohl jedenfalls nicht so sehr schmecken. Auch wenn ich sein Design manchmal vielleicht ein bisschen schlecht finde, deswegen ist Silembrim noch lange nicht kein schlechtes Pokémon, ganz im Gegenteil. Sein Nebeneffekt von der Giga-Dynamax-Attacke ist wirklich gut und zwingt den Gegner auch mal auszutauschen. Silembrim ist also genau das, wonach man in einem Pokémon-Kampf sucht. Platz 1. Kommen wir nun zu dem meiner Meinung nach besten Giga-Dynamax-Pokémon. Man muss es nicht unbedingt wegen seines Aussehens feiern, aber Olangar ist aufgrund seiner Giga-Dynamax-Attacke sehr stark. Durch Giga-Genzwang schlafen die Pokémon, wenn sie getroffen wurden, im nächsten Zug ein. Das mag sich zwar im ersten Moment jetzt nicht vielleicht so überragend anhören, denkt man aber näher darüber nach, dann macht es schon Sinn, Olangar auf den ersten Platz zu setzen. Wenn die Pokémon etwas stärker waren und der Schlaf garantiert war, dann waren es meistens Pokémon, welche sehr häufig verwendet worden sind. Ich meine, man denke hier nur an Huzaza mit Pilzspore oder aber auch an Darkrai mit Schlummerort. Das sind beides bis heute enorm starke Pokémon, obwohl Darkrais Attacke sogar abgeschwächt worden ist. Bei Giga-Genzwang ist es genau das gleiche. Der Gegner wird im Prinzip gezwungen, das Pokémon auszutauschen, wenn er jetzt nicht gerade schlafen will. Und durch das Schlafen ist das Pokémon dann handlungsunfähig und würde wahrscheinlich K.O. gehen. Wenn man gut die Züge des Gegners voraussehen kann, dann kann man mit Olangar durchaus einiges reißen. Gefährlich ist Olangar auch deswegen, weil es sich mit Protzer gut boosten kann und entsprechend dann mit Tiefschlag direkt als nächstes zum Zug kommt. Durch seine Fähigkeit Strolch führt man auch die Attacke Protzer als Prioritätsattacke aus. Also hat man fast immer einen effektiv geboosteten Angriffs- und Verteidigungswert. Das ist schon eine sehr gemeine Kombination, wenn man gerade mit einem Psycho-Pokémon im Kampf ist. Meistens spielt man es sogar mit dem Item Leben Orb, wodurch man sogar noch mehr Schaden verursachen kann. Olangar ist ein guter Allrounder, mit dem man den Gegner direkt in eine Art Nachteil versetzt.
Und durch den Giga-Genzwang ist es wohl das beste Giga-Dynamax-Pokémon, das ich mir persönlich vorstellen kann. Wie am Ende jedes Videos ist auch hier eure Meinung gefragt. Welche Giga-Dynamax-Pokémon findet ihr denn am besten und warum? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, ich bin sehr gespannt drauf. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat. Wenn ja, liken, hypen hier an der Stelle natürlich nicht vergessen. Und falls ihr keine weiteren Videos rund um Pokémon verpassen wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Doch wie immer verabschiede ich mich hier an der Stelle und sage bis dann, Servus und Ciao, meine Freunde des Pokémon-Universums.